Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, die Bergflockenblume steht hier in voller Pracht. Ich muss sie ein bisschen anbinden, damit sie nicht alles, was davor ist, platt macht, weil sie sich so weit vorgelehnt hat. Der Wiesensalbei hier ist noch nicht so weit, aber die Wiesenwitwenblume ist auch prächtig am Blühen. Hier haben wir eine Eberesche, ist schon fast wieder verblüht. Die dicken Bohnen sind auch schon am Blühen. Bei der Maibeere sind die ersten Früchte reif. So, hier habe ich zwei Preiselbeeren hingesetzt. Das Substrat besteht wie bei meinem torffreien Moor aus Pinienrinde, Kokosfaser und Sand und ein bisschen Perlit. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das auch bei den Preiselbeeren funktioniert als Torfersatz. So, die Mispel blüht auch richtig toll. Letztes Jahr haben wir die zum ersten Mal geerntet nach dem Frost. Ist dann recht matschig, aber schmeckt wie Bratapfel. War total lecker. Holunder ist auch am Blühen. Und hier meine Akeleien, die ich vor ein paar Jahren gesetzt habe. Die Blaubeere ist heftig am Blühen. Bei der Blaubeere dagegen ist es schon rum. Und die Karthäusernelke ist jetzt auch so weit, dass die ersten Blüten sich zeigen. Und meine Filzrose zeigt die erste Blüte, als echt zu warm geworden ist. Jetzt geht es richtig ab. So, hier noch eine Bergflockenblume. Die ist ein bisschen kleiner, aber die sitzt ja auch im Kies. Die Lichtnelke und die Zeit der Margariten ist auch angebrochen. Der Salbei dürfte auch nicht mehr lang brauchen, als das der Apothekersalbei. Und hier haben wir nochmal Akelei und Lichtnelke. Und hier haben wir noch den Lein. Hier meine blutrote Karthäusernelke. In dem Trockenmagerbeet, in dem echt viel kommt dieses Jahr. Überall kleine Pflänzchen. Mein Moor hat schwer gelitten. Die Amsel hat es für sich entdeckt, hat haufenweise Phagnum rausgerupft, hat mir Sonnentaue mit rausgerupft, eine Venusfliegenfalle, selbst eine Kanne hat sie rausgerupft. Und ich habe jetzt aus dem restlichen Gitter von einem Zaun hier jetzt einen kleinen Käfig gebaut. Und heute Morgen scheint nichts rausgerupft worden zu sein. Ja, so ist es halt im Naturgarten. Da passieren auch mal Sachen, die einen nicht so freuen. Ja, da muss ich mal nachgucken, wie diese silberblättrige Pflanze heißt. Aber sie wächst hier ziemlich stark und hat auch viele gelbe Blütchen. Aber was man hier schön sieht, ist die Nachtviole, die ja so einen wunderbaren Duft hat. Und auch das Vergissmeinnicht ist ein ausdauernder Blüher, ist immer noch am Blühen. Und die Wärmepumpe wird auch von einer Nachtviole verschönert. Was hier wild kommt, keine Ahnung. Müssen wir mal wieder bestimmen gehen. Die schwarz-blaue Holzbiene untersucht mal wieder, ob es irgendwas zum Reinbohren gibt. Aber ich glaube, die Palette ist nichts geeignete. Das müsste ein Storchschnabel sein, der hier kräftig blüht. Meine Frau war sehr fleißig in der letzten Zeit. Die Bohnen sind jetzt hier schon rausgekommen. Und hier die ersten Gurken und die erste Zucchini. Das hier sind jetzt Tomaten, die wir schon gleich mit Mulchwürsten versehen haben, damit es nicht so austrocknet. Und hier drüben hat sich die Erdbeere so ausgebreitet, dass wir nicht in der Lage sein werden, hier Tomaten einfach dazwischen zu stecken, wie die Jahre zuvor. Und hier sind Hahnfuß und Fingerkraut noch sehr aktiv. Das hier war alles voll mit Fünffingerkraut und ja, jetzt haben wir die Erde ausgetauscht. Das ist jetzt
eine dicke Schicht Humus drauf und die obere Erdschicht abgetragen. Und Gurken sind drin. Hier noch ein paar Blüten von der Aronia. Tja, meinem Pfirsich scheint es nicht so gut zu gehen. Irgendwas hat er. Falls es jemand weiß, gerne in die Kommentare. Ja, die letzten Jahre hat es keine Jostas gegeben, aber dieses Jahr hängt er voll. Der Waldmeister ist jetzt auch am Blühen, der sich hier mit den Erdbeeren das Beet oder die Fläche teilt. Während der Bärlauch jetzt schon durch ist. Hier haben wir noch das orangenfarbene Habichtskraut, das jetzt zu blühen anfängt. Und die Skabiosenflockenblume, da ist jetzt auch die erste aufgegangen. Und wenn man sich hier die Blütenstände anguckt, da wird es viel Blüte geben. Ja, und hier hat sich der erste Wiesensalbei entschlossen zu blühen. Ist ziemlich schattig geworden, nachdem hier der Natternkopf hier so angefangen hat zu wuchern. Das war mal eine Pflanze, jetzt nach ein paar Jahren sich selber versämen. Das ist eine riesen Fläche geworden, auf der Natternkopf wächst. Und was das andere ist, weiß ich noch nicht, müssen wir dann bestimmen. So, das war's. Macht's gut. Ciao, ciao.